Das heutige Video ist ein bisschen für die Fortgeschrittenen unter uns, denn ich habe ja schon sehr viele Videos auf diesem Kanal gemacht zum Thema schlaffe Haut, wie wir unsere Haut verjüngen. Da habe ich äußerliche Hautbehandlungen gezeigt, aber heute gehen wir mal so richtig in die Tiefe. Denn warum ist es so, dass auf einmal die Haut schneller altert, schneller als uns lieb ist? Und ja, das hat innere Gründe und vielleicht nicht unbedingt diese, die du vielleicht denkst, sondern wir werden heute mal besprechen, was so, ich sag mal so, in der Ernährung alles falsch gemacht wird und welche Mythen da auch immer wieder auftauchen, wo ich nur manchmal den Kopf schütteln muss. Mythos Protein, da gehen wir auch später nochmal drauf ein, dass wir viel tierisches Protein brauchen, um ja eine schlaffe, junge Haut zu behalten. Auch dieser ganze Hype jetzt mit den Kollagenpulvern finde ich ehrlich gesagt ein bisschen fragwürdig. Denn ich habe mich mal wirklich ganz, ganz deep jetzt mit dem Thema Ernährung beschäftigt, die letzten Monate. Ja, ich habe mich sehr mit dem Thema auch Entgiftung beschäftigt, wie ja vielleicht ein paar von euch mitbekommen haben. Ja, da bin ich auf ein paar sehr interessante Dinge gestoßen, die ich euch heute definitiv nicht vorenthalten möchte. Und ja, ich lebe ja jetzt seit über 20 Jahren, ja, überwiegend von Rohkost, kann man sagen, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich bin 42 Jahre alt oder jung, je nachdem, wie man es sieht, natürlich. Ist ja immer alles eine Frage der Perspektive. Ich bin auch in einem gewissen Alter, wo ich natürlich auch schon gewisse Alterungsprozesse an mir wahrnehmen kann, ne? Natürlich verändert sich der Körper. Und zudem habe ich meine Haut noch extrem strapaziert, als ich jünger war. Also ich bin sehr viel ins Solarium. Ich habe krass viele Sonnenbäder genommen. Gut. Trotzdem hat sich meine Haut sehr gut entwickelt für mein Alter und ich bin heute tatsächlich zufriedener als damals und ich zeige dir, was ich dafür tue in diesem Video. Und ich glaube, ich wäre nicht schon so lange eine begeisterte Anhängerin der Rohkosternährung, wenn ich nicht wirklich auch Erfolge sehen würde. Deswegen mache ich das ja auch schon so lange, weil ich mich einfach besser fühle und weil ich auch denke, dass mein Körper dadurch besser aussieht. Wichtig ist einfach, das Gerüst muss von innen halten. Wir können von außen noch so viel bürsten, schröpfen, schmieren und was weiß ich alles machen, wenn das Gerüst nicht von innen stark genug ist. Das Kollagen, das Elastin. Und ich werde euch heute verraten, warum der Körper oft so schnell abbaut, obwohl wir vielleicht noch gar nicht mal so alt sind. Ja, also das sieht man ja mittlerweile schon bei sehr jungen Menschen. Man hat das Gefühl, dass der körperliche Alterungsprozess immer schneller vonstatten geht und das, obwohl es heute so viel wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt. Die Sache ist, wir ernähren uns ja fast nur noch von toter Nahrung. Ja, du hast richtig gehört. Nahrung, die durch Hitze denaturiert wurde, beziehungsweise in ihrer Struktur total verändert. Beziehungsweise Nahrung, die uns eigentlich nicht mehr wirklich sehr viel bieten kann, weder in Sachen Hydration oder Hydration, noch in Sachen Nährstoffe. Rohe Nahrung ist elektromagnetisch aufgeladen und das kannst du wirklich wortwörtlich nehmen, denn da sind die ganzen Informationen drin von der Erde, von der Sonne. Natürlich könnte man jetzt mit dem Argument kommen, aber das ist doch alles aus dem Gewächshaus etc. Trotzdem ist immer wieder die Sonne involviert im, ich sag mal, Wachstumsprozess der Pflanze und wie sich die Nährstoffe zusammensetzen etc. Und auch das Wasser, was du in Obst und Gemüse findest, ist, ja, ich sag mal, das cleanste Wasser, was wir eigentlich zu uns nehmen können. Denn das Wasser, bevor es zu der Frucht gelangt, wird natürlich von der Pflanze gesäubert bzw. gereinigt. Dann hast du noch ganz viele organische Mineralien im Obst und Gemüse enthalten. Das kann dir kein Mineralwasser in der Form bieten. Und das heißt ja heute so schön, hexagonales, strukturiertes Wasser. Und das Wasser in Obst und Gemüse ist das perfekte hexagonale, strukturierte Wasser, was perfekt für unseren Organismus ist. Und am besten kann unser Körper das Wasser verwerten, was er in Obst und Gemüse zur Verfügung gestellt bekommt. Ich sage nicht, du sollst kein normales Wasser mehr trinken, um Gottes Willen. Natürlich sollst du weiterhin Wasser trinken. Und wenn Nahrung noch lebendig ist, wie Obst und Gemüse, woraus eventuell sogar noch mal eine neue Pflanze, ein neuer Baum entstehen kann, dann bedeutet es natürlich auch, dass da sehr viele Informationen gespeichert sind. Da sind teilweise Nährstoffe drin, die noch nicht mal entdeckt wurden bis heute. Und die Wissenschaft macht sich da auch nicht groß die Mühe, denn was verdient man damit schon, wenn man jetzt herausfindet, wie welche Nährstoffe genau in einem
Apfel oder in einer Apfelsine drin sind oder in einer Gurke. Also ihr merkt, diese Nahrungsmittel, die lebendigen Nahrungsmittel, kommen mit ihrem eigenen Bewusstsein. Gekochter oder erhitzter, verarbeiteter Nahrung ist diese Energie nicht mehr vorhanden. Diese Elektrizität quasi, die wir zu uns nehmen, diese vibrierende Energie. Ich beschäftige mich ja im Moment sehr viel mit Dr. Morse und er ist einer der interessantesten Menschen im Bereich Gesundheit. Ich höre ihm unglaublich gerne zu. Ich habe jetzt fast all seine Videos gesehen. Ich habe sein Buch gelesen, kann ich ja mal gerne unten verlinken. Und er hat was sehr Interessantes gesagt, warum die Haut quasi so erschlafft oftmals bei Menschen. Und zwar, unser Körper versucht ja immer wieder mit Hilfe der Nieren ein Säure-Basen-Gleichgewicht im Körper herzustellen. Und unser Blut sollte immer leicht basisch sein. Aber was macht unser Körper, wenn er übersäuert ist? Er versucht es zu neutralisieren, indem er Calcium aus dem Bindegewebe nimmt. Und er sagt, Dr. Morse, dass dies einer der Gründe ist, warum viele Frauen schnell erschlaffte Haut bekommen. Und leider ist es ja bei uns Frauen eher so, dass unsere Haut schneller erschlafft durch unsere Bindegewebsstruktur. Und das heißt ja, wenn das Blut anfängt zu übersäuern, versucht unser Körper das ganz schnell zu neutralisieren. Wie gesagt, indem er das Mineral Calcium aus dem Bindegewebe löst. Und dadurch, wie gesagt, kann es sein, dass die Haut etwas mehr anfängt zu hängen. Und welche Nahrungsmittel übersäuern denn unseren Körper? Klar, ihr könnt es euch denken, Fleisch, Milchprodukte, gerade natürlich die pasteurisierten Milchprodukte, dann alles, was verarbeitet ist, Teigwaren etc. Also das sind alles Dinge, die unseren Körper eher übersäuern. Low-Carb-Ernährungsweisen sind gerade sehr im Trend. Es wird sehr viel Fleisch gegessen, tierische Produkte, Milchprodukte, und das kann sehr belastend für unsere Nieren sein. Denn die Nieren müssen ja immer wieder, wie gesagt, das Säure-Basen-Gleichgewicht im Körper herstellen und arbeiten eng mit dem Lymphsystem zusammen. Auf Dauer kann das die Nieren krank machen, deswegen ist pflanzliches Protein besser. Und was unseren Körper hydriert und gleichzeitig basischer werden lässt, ist natürlich Obst, Gemüse, Sprossen, Kräuter, all diese Dinge, Algen etc. Und das ist, was unser Körper so dringend braucht. Ich sage nicht, ihr sollt nie wieder was Gekochtes essen. Ich sage einfach nur, esst mehr Obst und Gemüse, wenn ihr eure Haut verjüngen wollt. Erstens wird die Haut jünger dadurch, dass unser Körper einfach basischer wird. Zweitens ist es auch so, dass wenn unser Körper besser hydriert, er auch besser entgiften kann. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, wie wir unsere Haut wieder straffer bekommen. Bevor es mit dem dritten Punkt weitergeht, möchte ich dir gerne meinen Kooperationspartner Sleep & Glow vorstellen und das Aula-Kissen, was ich jetzt mittlerweile seit fast 3 Jahren benutze. Denn es hilft mir dabei, morgens einfach besser und glatter im Gesicht auszusehen. Und das Schöne ist, meine Kooperationspartner erlauben es mir auch, viel kostenlosen Content auf diesem Kanal bereitzustellen. Und ich habe natürlich auch für euch eine coole Ermäßigung ausgehandelt. Ja, wenn wir älter werden, haben wir ja manchmal das Problem, dass die Haut sich nicht mehr ganz so von alleine glatt zieht, wenn wir auf der Seite geschlafen haben. Und dann können Schlaffalten dauerhaft bleiben. Eine der besten Investitionen für mich ist hier das Aula-Kissen gewesen, weil ich mit dem Kissen lerne, auf dem Rücken zu schlafen. Und ich beobachte manchmal meinen Partner morgens, wenn der schläft und der auf der Seite schläft. Und ich sehe so richtig, wie sein Gesicht dadurch zerknautscht wird. Und bei mir, ich bin ja auch eine chronische Seitenschläferin. Und ich kann euch wirklich nur sagen, wenn wir 8 Stunden auf einer Seite schlafen, dann werden die Falten irgendwann nicht mehr weggehen, gerade wenn wir älter werden. Und klar, irgendwann zwangsläufig wird sich natürlich etwas Kollagen und so abbauen. Und dann ist die Haut einfach nicht mehr so richtig fluffig, wie sagt man so schön, dass sie dann so prall ist, sondern dann werden sich die ganzen Linien hier irgendwann ja abzeichnen. Und ich finde das Kissen so toll. Und auch für das Dekolleté ist es super, weil wenn wir auf der Seite schlafen, könnt ihr euch vorstellen, dass auch das Dekolleté irgendwann Falten bekommt, die einfach auch nicht mehr weggehen. Und wie gesagt, ich bin auch eine
sonnengeschädigte oder solariumgeschädigte und ich habe wirklich meine Haut sehr krass strapaziert in der Vergangenheit und ich konnte retten, was ich retten konnte und das Kissen hat mir unheimlich dabei geholfen, einfach, wie gesagt, jetzt auf dem Rücken zu schlafen und wie hat eine gute Bekannte mal von mir gesagt, die auch Kosmetikerin ist, wenn wir uns verjüngen wollen, sollten wir lernen zu schlafen wie in unserem eigenen Grab. Ich weiß, es klingt makaber, aber es ist wirklich die beste Methode, um sich zu verjüngen äußerlich, ist auf dem Rücken zu schlafen. Und es ist auch für die Wirbelsäule die beste Schlafposition, denn die wird entlastet, die Organe werden entlastet. Das heißt, morgens weniger Nackenschmerzen, Rückenschmerzen etc. Also das, was alles immer so, was uns manchmal so quält morgens, wenn wir aufstehen. Und ich habe seitdem auch keine Rückenschmerzen mehr, seit ich auf diesem Kissen schlafe. Einfach toll. Und jetzt gerade habt ihr Familienwochen bei Sleep & Glow. Da kriegt ihr alles 13% reduziert. Schaut gerne mal vorbei bei Sleep & Glow. Da gibt es auch tolle Decken wie Gewichtsdecken und andere Anti-Aging-Kissen. Also mein persönlicher Favorit ist das Aula-Kissen. Denn das Aula-Kissen finde ich persönlich für mich am bequemsten. Ich habe schon andere Kissen auch probiert. Ich glaube, das heißt das andere. Aber ich muss sagen, das Aula-Kissen ist mein Favorit. Was auch interessant ist, wenn wir viel Obst und Gemüse essen, dass wir eine schnellere Darm-Transit-Zeit verzeichnen. Das heißt, wir essen zum Beispiel eine Monomahlzeit, Mangos oder auch Apfelsinen. Und das geht ja dann auch relativ schnell wieder aus unserem Körper raus, denn Obst verdaut sehr schnell. Gerade wenn wir es nicht kombinieren mit Fetten etc. Und das bedeutet auch, dass weniger Rückstände im Körper zurückbleiben. Wenn unser Körper sich schneller wieder reinigen kann von gewissen Abfallstoffen, die mit rauszieht, indem wir vielleicht viel Rohkost zu uns nehmen, viel Obst und Gemüse, dann bedeutet es auch, dass wir länger jung bleiben. Denn ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ein Körper übersäuert ist, wenn wir sehr viele Rückstände im Körper haben. Ihr wisst ja auch teilweise, was im Darm so los ist. Teilweise Verkapselungen, die Jahre alt sind, ja, also harter Kot, alles Mögliche. Und da könnt ihr euch ja vorstellen, wenn unser Darm von innen so aussieht, wie können wir dann von außen wie 1 Million Euro aussehen? Also das ist sehr schwierig. Viele sagen immer, ja, das ist doch Genetik oftmals, wie wir altern. Natürlich ist einiges auch genetisch bestimmt, das will ich gar nicht abstreiten. Die Genetik hat quasi die Pistole geladen, aber du drückst auf den Abzug. Ja, und das ist auch einer der Gründe, warum ich entsafte, weil gerade das Entsaften hilft sehr stark dabei, den Körper ein bisschen zu reinigen. Gerade wenn wir Säfte auf nüchternen Magen zu uns nehmen, Gemüsesäfte, grüne Säfte. Und ich meine, da habt ihr natürlich hier das volle Spektrum an Nährstoffen, was sofort in euer Blut gelangt. Und das Blut ist quasi unsere Küche und das Lymphsystem ist unser Klärwerk, was halt den ganzen Abfall wieder rausschmeißen muss bzw. eliminieren muss. Und wir dürfen niemals das Lymphsystem unterschätzen, wenn es um das Thema Alterungsprozess geht. Also merkt euch, alles muss im Flow sein. Das war auch schon immer hier auf YouTube mein Spruch, mein Motto. Und am besten schafft ihr das, wenn ihr viel hydrierende Nahrung zu euch nehmt. Dann verjüngt sich auch der Körper immer mehr. Denn klar, natürlich diese ganzen Nährstoffe, die reinkommen durch die Hydration. Ich meine, man könnte ja mal so eine Metapher hier bringen, wie zum Beispiel ein Rohr, was nie durchflutet wird mit Wasser und mit Flüssigkeit. Und alles, was in dem Rohr liegt, so der ganze Müll bleibt einfach liegen. Und irgendwann verrottet er und das wird einfach eklig und widerlich. Aber sobald dann Wasser durchfließt, weil der Körper so hydriert ist, wird die Pipeline wieder freigefegt. Und so könnt ihr das euch auch vorstellen, wenn ihr viel Obst und Gemüse esst. Das Wasser allein wird es nicht hinkriegen. Aber wenn ihr das ganze Obst und Gemüse esst mit seinen Ballaststoffen, Faserstoffen, Nährstoffen, mit den ganzen Phytonährstoffen, dann habt ihr natürlich diese elektrisierende Vibration in eurem Körper, wo richtig anfängt, sich was zu bewegen. Ja, klar, ich bin auch nicht perfekt. Ich habe auch Tage, wo ich mich mal nicht so gesund ernähre, wo ich mehr gekocht esse als sonst. Niemand ist perfekt, aber ich sage immer, der Weg ist das Ziel. Und umso mehr wir Rohkost in unseren Alltag integrieren, desto mehr wirst du merken, dass dein Körper sich langsam umstellt, dass du ein bisschen nebenbei auch mal entgiften wirst. Und genau. Viele haben mich aber auch gefragt, was können sie denn für Nahrungsergänzungen zu sich nehmen? Klar, erstmal ist es ganz wichtig, dass wir generell eine Ernährungsumstellung vollziehen, mit mehr Obst und Gemüse integrieren. Aber ein
Nahrungsergänzungsmittel, was ich immer wieder empfehlen kann für straffe Haut, ist von Puracell das organische Silizium. Das ist aus Bambussprossen und Yacon-Wurzel hergestellt worden. Und das, finde ich, ist ein super Produkt. Da habe ich auch schon einige sehr positive Feedbacks von euch bekommen. Denn das ist auch noch ein Fermentationsprodukt. Das heißt, das wird dann noch besser aufgenommen, die Nährstoffe. Und Silizium ist sehr wichtig für die Bildung von Kollagen, für Haut, Haare, Knochen, Knorpel etc. Also wir brauchen Silizium. Das ist auch das meist vorkommendste Mineral in unserem Körper. Deswegen finde ich, Silizium ist eine tolle Sache. Das ist vegan, bio. Also ich kann euch nur empfehlen, dann wenn ein Supplement ihr nehmen wollt, dann würde ich dieses definitiv empfehlen. Und das könnt ihr dann irgendwie in euren Smoothie dazugeben oder einfach nur mit Wasser mischen. Also ich finde es auch sehr angenehm vom Geschmack. Und ja. Übrigens, wenn ihr über diese Links unten geht, könnt ihr diesem Kanal auch helfen. Das sind Affiliate-Links, die meisten Links, die ihr unter diesem Video verlinkt seht. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich selber einen Daumen hoch freuen, wenn ihr was Neues gelernt habt, wenn ich euch irgendwie inspirieren konnte. Ich freue mich natürlich auch sehr über ein Feedback von dir, ob du auch ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht hast mit der Rohkost, wie es dir damit geht. Ich freue mich immer von dir zu lesen. Ich lese auch jeden Kommentar und werde auch versuchen, so viele wie möglich zu beantworten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Eure Julia.